Maultaschen. Kartoffelsalat. Laubfrische. Kässpätzle. Haselnuss-Schokokuchen. Alles schwäbische Spezialitäten. Oh, die schmecken. Kommen Sie mit. Come on, come on. Good food. Für die Maultaschen braucht man natürlich einen Nudelteig. Und der ist wirklich so kinderleicht gemacht, dass ich mich immer wieder wundere, dass sich die Leute so ungern dran trauen. Man braucht nichts weiter als Mehl, Eier und ein bisschen Salz. Ich rechne immer pro Person 100 Gramm und pro 100 Gramm ein Ei. Das ist jetzt nicht zu üppig. Man kann mit den Eiern auch ruhig großzügiger sein. Ja, aber die schwäbische Hausfrau ist ja sparsam. Genau, so ist es. Man muss eben mit möglichst wenig Mitteln muss man das Richtige schaffen. Das Mehl wird auf die Arbeitsfläche gehäuft. Dann macht man mit dem Handrücken eine Kuhle rein. Und dort lässt man die Eier reingleiten. Und die werden dann zunächst mit einer Gabel verquirlt und dabei immer ein bisschen vom Mehlrand hinzugenommen. So lange, bis man das Gefühl hat, jetzt kann man den Teig auch anfassen, ohne dass einem die Eier zwischen den Fingern davon flutschen. Und dann einfach geduldig kneten. Ja, wie gesagt, wenn du das machst, da kann ich ja schon für die Füllung alles vorbereiten. Habe ich jetzt mal Zwiebel gerubbelt, Knoblauch geschnitten und Petersilie. Und dann wird Brot eingeweicht, ein Brötchen, ein großes vom Vortag. Und da gieße ich jetzt die lauwarme Milch drüber. Und weil einwürfeln, sagt die schwäbische Hausfrau. Nicht da so große Stücke machen, weil sonst beißt man aufs Brot in der Füllung und es soll sich ja gut verbinden. Es soll sich ja auch alles gleichmäßig schön weich auflösen. Der Teig ist auch schon fertig. Das ist doch nur wirklich keine Hexerei gewesen. Natürlich können Sie eine Küchenmaschine dafür nehmen, aber ich sage Ihnen, Ihre Hände sind schneller wieder sauber, als Sie die Küchenmaschine gespült haben. Und jetzt muss der Teig ausruhen. Sie sehen, der ist noch ganz elastisch. Der geht sofort wieder zurück, wenn man drauf drückt. Das heißt, er muss entspannen, damit wir nachher auch anständige Nudeln bekommen. Dafür packen wir Ihnen diese Kugel in einen Gefrierbeutel und legen ihn nicht in den Kühlschrank, sondern einfach irgendwo hin bei Zimmertemperatur, weil der muss jetzt keine Kälte haben, der soll nur Ruhe kriegen. So, und jetzt werden die Zwiebeln geschmelzt, wie das heißt, nämlich in Butter, nicht in Schmalz, wie der Name eigentlich sagt, denn es hat nichts mit Schmelzen zu tun, sondern mit dem Schmalz, was dazugegeben wird. Früher hat man in Württemberg fast ausschließlich mit Schweineschmalz gearbeitet. Heute nimmt man für die feinere Version eher Butter. Und da muss man Geduld haben, da darf man nichts überstürzen. Für die Füllung brauchen wir außerdem Hackfleisch. Ich habe gemischtes Hackfleisch gekauft, also halb Schwein, halb Rind. Und wir brauchen Spinat, blanchierten Spinat, ungefähr ein halbes Pfund. Schön ausgedrückt für ein Pfund Hackfleisch. Mhm. Und das wird gut ausgedrückt, der blanchierte Spinat, und dann in ganz, ganz fein geschnitten, damit er sich auch gut mit dem Fleisch und mit der Füllung überhaupt vermischt. So, und wenn die Zwiebeln so schön glasig sind und weich, dann kommt erst der Knoblauch dazu. Der würde ja, wenn man gleich dazu gibt, verbrennen. Knoblauch ist in der schwäbischen Küche durchaus erlaubt, wenn auch viele Leute ihn nur in minimalen Mengen verwenden. Da sind wir aber großzügiger. Ja. Und dann nicht nur in diesen Dingen. Dann kommt die Petersilie noch zum Schluss dazu. Die muss eben nur zusammenfallen, damit sie nicht mehr so sperrig ist. Und dann kann das Ganze schon zu der Masse von Martina gegeben werden. Ja, noch ist es ja keine Masse. Ich habe ein bisschen Pfeffer noch dran getan. Natürlich auch fehlt Salz. Dann gehört natürlich Muskat rein. Überall, wo Spinat eine Rolle spielt, ist Muskat wichtig. So. Und jetzt gib mir doch mal deine Zwiebeln in die Brötchen. Dann verlieren sie nämlich schon ein bisschen von ihrer Hitze, damit sie nicht das Fleisch zu stark erwärmen. Und dort gebe ich noch hinein ein Ei. Zur Bindung. So. Jetzt ist es nicht mehr so heiß. Außerdem gibt es dem Brot eine kräftige Würze. Und dann kann man alles gut vermischen. Ich nehme dir das mal ab. Okay. Und die Füllung wird dadurch, dass jetzt Brot drin ist, natürlich sehr schön locker. Eine Lockerkeit, die gekaufte Maultaschen
Vor allem, wenn Sie vom Metzger kommen, nie haben. Der darf nämlich kein Brot reintun. Nicht genau. Der muss Brät nehmen und dann ist es einfach eine feste, schnittfeste Angelegenheit und hat nicht diesen Duft und diese Krümeligkeit im Mund, die eine gute Maultasche bringen muss. Und wenn Sie jetzt hier zuschauen, dann sehen Sie, dass jetzt der Spinat die Fleischfarbe überdeckt. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, weil... Es ist nämlich tatsächlich die Maultasche im Schwäbischen eine Karfreitags- bzw. eine Freitagsspeise, weil das Fleisch sieht man ja gar nicht mehr da drin. Deswegen heißen die Dinger auch gerne Hautdotscheiserle. Also auf Hochdeutsch... da kann man den lieben Gott betrügerische Maßnahme in Bezug auf den lieben Gott. Und eine sehr wohlschmeckende obendrein. Und etwas Zitronenschale. Das passt sehr gut sowohl zum Fleisch wie zum Spinat. So, das reicht aber. Soll ja nicht nach Zitrone richtig schmecken. Sondern einen kleinen, schönen, frischen Hauch einbringen. Es ist natürlich außerordentlich hilfreich, wenn Sie für diesen Zweck eine Nudelmaschine besitzen. Denn mit dem Nudelholz tun Sie sich wahnsinnig schwer und die Maschine nimmt Ihnen diese ganze Auswellarbeit ab. Die ist eine Anschaffung fürs Leben und nicht so teuer. Deswegen sollte man sich das ruhig mal leisten, denn wenn man einmal Nudeln selber gemacht hat, dann mag man die gekauften gar nicht mehr essen. Das ist übrigens genauso wie im Kartoffelsalat. Ich muss die Kartoffeln jetzt abgießen und dann lasse ich sie ausdampfen, bis ich sie knapp anfassen kann. Denn der schwäbische Kartoffelsalat wird lauwarm gemacht. Die Walzen, zwischen denen ich den Teig erstmal glatt walze, die haben am Anfang einen großen Abstand. Und den kann ich dann immer bei jedem neuen Mal eine Stufe enger schalten. Dann lasse ich das Band nochmals dazwischen durchlaufen. Und dabei wird es natürlich jedes Mal ein bisschen länger und natürlich ein bisschen dünner. Bis es wirklich durchscheinend dünn ist, immer darauf achten, dass dass der Teig ausreichend gemehlt ist, damit er nicht zusammenklebt. Und jetzt, wenn es so fein ist, wie man es haben möchte, dann hängen wir es am besten über eine solche Stange oder über einen mit Alufolie umwickelten Besenstiel, den Sie zwischen zwei Stuhllehnen hängen, und lassen es ungefähr 10 Minuten antrocknen. Und dann haben Sie nämlich die Garantie, dass es nicht so schrecklich klebt. So sieht es dann aus. Toll, dann können super. Sie so ein Teigband auf eine bemehlte, ausreichend große Arbeitsfläche breiten. Wenn es zu lang ist, schneiden Sie es einfach in zwei Hälften. Und dann kommt die Füllung drauf. Jetzt entstehen die Maultaschen. Und jetzt können Sie natürlich selber entscheiden, wie groß Sie sie haben wollen. Ich nehme jetzt einfach einen gehäuften Teelöffel. Ein Esslöffel wäre mir zu viel. Und dann in regelmäßigen Abständen Häufchen hinsetzen. Damit die Taschen auch wirklich geschlossen bleiben, habe ich jetzt rund um die Füllung die Teigfläche mit Eiweiß eingepinselt. Und nun hebe ich die leere Teigfläche über die Füllung und drücke das so zusammen, dass es rundherum geschlossen ist. Und dann ist gut, wenn Sie so ein Teigrädchen haben. Das ist ein altmodischer Gegenstand. Vielleicht finden Sie ihn auf dem Flohmarkt, aber es gibt es natürlich auch neu. Und so hat man nämlich mit einem Schnitt hat man eine hübsche Zickzacklinie und die Maultaschen sind voneinander getrennt. Die fertigen Taschen auf ein mit Mehl bestreutes Tuch legen, damit es auch dort nicht festklebt. Übrigens, wenn Sie sich schon die Mühe machen, Maultaschen zu machen, man kann sie wunderbar einfrieren. Also roh, so wie sie sind, einfrieren und dann gefroren ins Kochwasser geben. Das ist entscheidend. Wenn man die Kartoffeln gerade eben anfassen kann, dann werden sie in Scheiben geschnitten. Und zwar in dünne. Da gibt es nämlich ein sehr schönes Sprichwort. Faule Mädle, dicke Rädle. Das bedeutet dicke Scheiben, dicke runde Scheiben, das sind Rädle. Ja, ich habe jetzt diese Kartoffeln, die so ein bisschen abgebunden haben, aber noch nicht vollkommen abgebunden sind. Abbinden heißt, oh, wo ist das Salz? Das haben Sie wieder aufgeräumt. Ja, ja. Die werden jetzt gesalzen, die Kartoffeln. Dieses Salz wird nun aufgelöst mit etwas Essig. Nicht zu viel, aber ein bisschen muss jetzt hier schon dran. Ich sehe schon nichts mehr, weil ich gebe gerade die Maultaschen in das kochende Salzwasser. Viel Wasser, das ist ja klar, die müssen schön schwimmen. Und nun müssen Sie leise vor sich hin simmern, ungefähr 5 Minuten. Das geht ganz schnell.
Und ich habe hier jetzt eine rote Zwiebel, dann kommt noch ein Kraut dran. Ich habe in diesem Fall Petersilie genommen. Und dann ist eine weitere Zutat Senf. Ich nehme einen einfachen Delikatessenf und der wird nun mit etwas Essig verrührt, damit es sich auch überhaupt auflöst. Das wird jetzt auch darüber gegossen. Und jetzt haben wir bis jetzt nur Essig dran. Sehr häufig geht man davon aus, dass viel Öl genommen wird und wenig Essig. Und das finden wir grundsätzlich falsch. Man braucht die doppelte Menge Essig vom Öl. Geht allerdings nur, wenn man dem Kartoffelsalat mit etwas heißer Brühe zu seiner Schlunzigkeit verhilft. Denn diese heiße Brühe, die löst jetzt einen Teil der Kartoffelstärke und dann kommt Öl dran und dann gibt es eine Emulsion. Meine Maultaschen sind schon fertig, schwimmen oben. Und jetzt kruschelt sich der Teig so ein bisschen um die Füllung. Das ist ein sicheres Zeichen, dass die Füllung auch durch ist. Und so wird es dann serviert. Sie nehmen einen Suppenteller und geben mal gleich diese frischen, heißen Maultaschen in die Mitte. Zwei oder drei, je nachdem, wie groß sie sind. Man kann ja nachnehmen. Genau. Dann wird aufgefüllt mit kochend heißer Brühe. Und daneben wird natürlich serviert der Kartoffelsalat. Und jetzt werden Sie sich fragen, wie wird denn sowas um Gottes Willen gegessen? Da gibt es nun mehrere Schulen. Die, sagen wir mal, feinere geht so. Ich nehme ein Stückchen von der Maultasche, etwas Brühe, fahre dann hier rüber, tue mir ein bisschen Kartoffelsalat drauf und schiebe das Ganze in den Mund. Und lässt es sich schmecken. Schon ist der Mann zufrieden. Es fehlt übrigens noch eine ganz entscheidende Zutat, sehe ich gerade mit Erschrecken. Schnittlauch. Ja, und jetzt hat man den wunderbaren Gegensatz von der warmen oder heißen Maultasche mit der heißen Brühe und dem kalten Kartoffelsalat und das Ganze zusammen ist dann warm. Also da kann man dann schon verstehen, dass die Schwaben davon schwärmen. Eigentlich die gleiche Füllung wie für die Maultaschen gehört auch in unsere Laubfrösche. Ja, da haben wir uns diese Füllung aufbewahrt und die wird nur noch angereichert mit Landjäger und weiterem Spinat. Und die Hülle ist kein Nudelteig diesmal, sondern eben große, stabile Spinatblätter. Dafür habe ich diesen Winterspinat oder Freilandspinat gekauft und erstmal alle großen äußeren Blätter abgetrennt und die kommen schon mal in Salzwasser. Und die inneren blanchiere ich, dann werden sie abgekühlt und werden gehackt und kommen in die Füllung auch hinein. Brauchst du noch mal so ein Sieb? Ich lasse die einmal nur ganz kurz heiß werden, indem ich den Deckel auflege und sie einmal umdrehe. Aber sie müssen gar nicht gar sein, sie werden ja nachher noch gar geschmort. Also Deckel gleich wieder runter und dann mit einer Zange die Blätter, die jetzt weich geworden sind und sich gut füllen lassen, rausfischen und in einer bereitstehenden Schüssel mit kaltem Wasser baden. Jetzt nehme ich die Blätter möglichst einzeln raus und lege sie mir schon mal so als Päckchen hin. Die schöne äußere Seite, die glatte, nach unten, weil die wird dann nachher die Außenseite sein. Und mache mir hier so kleine, gut handtellergroße Flächen. Eine Landjäger reicht für diese Menge. Und zwar schneide ich die so, habe ich so aufgeschnitten, halbiert und dann längs in Streifen. Und dann kann ich die in schöne kleine Würfelchen schneiden. Und wichtig ist, dass sie so akkurat und fein gewürfelt sind, wie du das machst. Weil einfach da so kreuz und quer Kraut und Rüben zu hacken, das ist nachher kein schönes Gefühl auf der Zunge. Der Spinat kommt jetzt auch zu der Füllung und wird alles schön durchgeknetet nochmal. Und ich kriege die Füllung auf meine, pass auf, jetzt mache ich die nämlich erst nochmal ein bisschen trocken mit einem sauberen Tuch. Ja, schmeckt durch die Landjäger durchaus würziger. Jetzt kommt einfach ein Löffelchen von der Füllung auf das untere Teil. Dann klappen wir es unten zusammen und an der Seite. Und dann einfach zur Spitze hin zusammenrollen. Man muss da nichts festkleben, sondern das hält einfach so, wenn man es auf die Spitze legt. Die Laubfrösche werden dann gebraten. Und zwar habe ich jetzt schon den Herd heiß gemacht und gebe ein bisschen Öl in die Pfanne. Man braucht nicht viel, aber die Laubfrösche müssen ein paar duftende Bratspuren bekommen. Das
gibt den Geschmack. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das ist schon mal gut. Wir brauchen sie gar nicht umzudrehen, das schont nämlich dann auch die Farbe. Aber wenn sie von unten Initialhitze bekommen, dann ist das sehr gut. Und jetzt gießen wir ein ganz kleines bisschen Brühe an und setzen den Deckel auf und lassen die Röllchen 15 bis 20 Minuten ganz leise sporen. Und in der Zwischenzeit können wir eine Zwiebelsauce zubereiten, die dazu am besten passt. Dafür haben wir jetzt einfach Zwiebeln in Butter angedünstet. Dann kommen hier noch zwei Knoblauchzehen dazu. Es wird gepfeffert, es wird gesalzen. Wir brauchen ein bisschen Muskatnuss. Und dann eine kleine Prise Chili. Für den Pep? Ja. Kleines bisschen Brühe dran gießen. Eben. Und dazu kommt jetzt noch ein Schuss Sahne. Ja. So, jetzt probieren wir. Ja, jetzt sind die Zwiebeln weich. Dann kann man sie ja mixen. Dann wird jetzt gemixt und wir machen eine schöne cremige Soße und brauchen dazu kein einziges Stäubchen Mehl, wie man das früher für unabdingbar hielt. Jetzt fehlt ein Schüsschen Wein. Und zwar nehmen wir da den Silvaner aus Stuttgart. Nein, aus Schneid ist er. So, und jetzt muss man noch mal abschmecken. Löffel sauber. Ich finde es gut so. Wir brauchen keine Zitrone. Brauchen wir keine Zitrone, genau. Ist im Wein drin. Das ist es. Ganz hervorragend. Perfekt. Wunderbar. Und jetzt richtest du die Laubfrösche an? Nee, erst kommt Soße auf den Teller. Wir machen einen kleinen sogenannten Spiegel von Soße. Ich sehe schon, du willst die Laubfrösche nicht bedeckt haben. Nee, ich möchte die schöne Farbe zeigen. Dann setzen wir da drauf schöne Röllchen. Ob die Röllchen gar sind, merkt man übrigens, wenn man drauf drückt. Und wenn die Füllung Widerstand bietet, dann ist alles gut. Dann können sie servieren. Ja, dann hat sie abgebunden und dann ist es fertig. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Appetit? Also so drei sollten auf jeden Fall schon mal auf den Teller. Naja, also aber es wird sich ein Wettessen geben, wer am meisten davon schafft. Naja, also sechs ist eine kleine Portion, würde ich sagen. Und den Rest der Soße einfach in der Sauciere dazu servieren. Hier? Dazu gibt es einen guten Wein. Wein, ja. Den wir in der Soße hatten. Ein Silvaner aus Schneid. Spätzle gehören zur schwäbischen Küche wie das Salz in die Suppe. Und eine Suppe, die gehört täglich auf den Tisch, genau, in Schwaben. Nicht alltäglich allerdings sind Allgäuer Kässpätzle. Weil das macht man wirklich nur ab und zu. Denn da kommt ja noch der gehaltvolle Käse dazu und allerlei zusätzliche Arbeit. In jedem Fall brauchen wir natürlich Spätzle. Und selbstverständlich machen wir die selber. Ich habe Mehl in die Schüssel getan. Und ich rechne immer so pro Person 80 bis 100 Gramm. Und jeweils ein Ei. Also man sagt auch, man braucht so viel Mehl, wie das Ei Mehl verträgt, um einen weichen, streichfähigen Teig zu machen. Also so viel Ei, wie Mehl nimmt. Ja, dann brauchen wir Salz. Aber nicht harte Nudel, sondern weiche Spätzle. Und da kommt jetzt noch das Eigelb rein, was vorher bei den Maultaschen übrig geblieben ist, weil wir da das Eiweiß zum Streichen gebraucht haben. Die schwäbische Hausfrau lässt nichts verkommen und weiß, jeden Rest noch richtig einzusetzen. So, und jetzt wird das alles heftig gerührt. Und zum Schluss hat man einen ganz weichen, geschmeidigen, glatten Teig, der geradezu Blasen wirft. Und ich hobele Zwiebeln in die Pfanne mit Butter und die werden leicht angeröstet. Und das geht ganz, ganz langsam. Der Schwabe sagt dann, nur nicht hudeln. Und jetzt braucht man wirklich ordentlich Muckis, aber das ist gut so, weil das gibt Kraft und einen schönen Busen. Wenn der Teig Blasen wirft, dann ist er richtig. Und schließlich brauchen wir einen großen Topf mit kochendem Wasser. Das wird gesalzen. Jetzt kommt das berühmte Spätzle-Schaben. Gut ist, wenn man ein ausreichend großes Brett hat mit diesem Stiel. Und dazu gibt es einen solchen Gegenstand. Das ist so eine Art Schaber. Man kann aber auch so ein Teigkärtchen einfach nehmen, was man zum Backen ja auch hat. Und jetzt befeuchtet man das mit dem heißen Wasser, dieses Brett. Gibt ein wenig von dem Teig drauf, so einen guten Löffel voll. Und nimmt jetzt diesen Schabegegenstand immer ins Wasser tauchen und jetzt einfach kleine Würstchen ab
Schaben. Das ist, wenn man das gut kann, geht es wie das Brezelbacken. Da kann man ganz schnell schaben und vor allen Dingen immer so in kurzen Abständen, dass man wirklich feine Spätzle macht und keine dicken Spatzen. Ja, auch das ist eine Fähigkeit, die eine schwäbische Frau können muss. Erst wenn sie Spätzle richtig schaben kann, dann ist sie heiratsfähig. So, wenn also diese Menge von dem Brett im Wasser gelandet ist, dann sieht man gleich, einmal aufwallen, schon schwimmen die Spätzle oben. Und diese Spätzle sind dann auch gar. Dann stellen Sie immer parat eine große Schüssel heißes Wasser rein. Da hinein kommen die Spätzle und werden von ihrer anhaftenden Stärke befreit. Und so können sie dann auch nicht mehr aneinander kleben. Und mit dem restlichen Teig verfahren wir genauso. Oder wir lassen uns von der Technik helfen. Da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Gerät, das nennt der Spabe liebevoll Spätzlesdrücker. Und Spätzlesscheiserle. Ja, das kann man auch sagen. Und da gibt es welche, da hat ein schwäbischer Tüftler einen, also es sieht ein bisschen aus wie eine Kartoffelpresse, hat aber keine runden Löcher, sondern er hat diese unregelmäßigen Löcher da hinein erfunden. Durch die gedrückt der Teig tatsächlich fast wie handgeschabt ins Wasser kommt. Jetzt muss man aufpassen, genau, dass man das immer so ein bisschen schüttelt oder eben auch hier einfach mal abschneidet. Einmal umrühren, damit sie wieder hochkochen und schon sind die Spätzle gar. Das sind jetzt perfekte, duftige, lockere Spätzle. Ja, die sind als Beilage für alles eigentlich geeignet in Schwaben. Vorausgesetzt, es gibt auch noch einen Kartoffelsalat. Genau. Man kann sie übrigens auch auf Vorrat machen und einfrieren. Das vertragen die bestens und sind nachher wirklich wie frisch gekocht. Zu Allgäuer Kässpätzle allerdings werden sie so. Wir brauchen eine Auflaufform. Die legen wir fingerdick mit Spätzle aus. So. Dann kommen hier drauf diese gedünsteten, wundervoll duftenden Zwiebeln. Also gedünstet ist fast zu wenig. Gebrätelt. So. Ja. So. Darüber kommt jetzt Käse, natürlich Allgäuer Bergkäse, frisch gerieben. Dann kommt noch mal eine Schicht Kässpätzle und noch mal Zwiebeln und noch mal Käse. Jetzt kommt es in den Ofen. Bei 160 Grad Heißluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ungefähr 10 Minuten. Zu den Kässpätzle gehört natürlich zwingend ein Salat, denn die Salatsoße spielt eine große Rolle dabei. Das kann ein grüner Salat sein, Kopfsalat mit Kräutern und einer einfachen Essig-Öl-Vinaigrette. Duftet ja, das nicht herrlich? Also ich finde das so was Köstliches. Ich gebe gleich schon mal auf, es muss heiß sein und der Käse gerade eben geschmolzen. Ja, also die Kässpätzle. Die warten nicht auf die Gäste, sondern die Gäste haben auf die Kässpätzle zu warten. Wenn die aus dem Ofen kommen, dann geht es sofort los. Und dann gibt sich der Schwabe, und da greifen manche sich an den Kopf, einen Löffel von der Salatsauce über die Kässpätzle. Das ist aber auch diätetisch völlig richtig, weil diese Säure hebt dann das Fett vom Käse und macht die Sache federleicht. Kann man gleich einen Löffel mehr essen. Und wenn du dich mit Buttermilch begnügst. Ja, ich finde, es passt prima dazu, ein Glas Buttermilch dazu. Dann nehme ich mir ein Bier. Ja. Ansonsten könnte natürlich auch ein Weißwein oder ein Rotwein dazu passen, keine Frage. Die schwäbische Hausfrau liebt es zu backen. Kein Sonntag ohne einen selbstgemachten Kuchen zum Kaffee. Ja, selbstgemacht ist manchmal auch aus der Backmischung. Ja, okay, aber nicht bei uns. Und dieser Kuchen, der ist ja noch einfacher als eine Backmischung. Wir brauchen, das ist ein Haselnuss-Schokokuchen und für den brauchen wir 5 Eigelb. Die werden dick und schaumig geschlagen und dann gebe ich 200 Gramm Puderzucker dazu. Einfach nach und nach, genau, dankeschön. Das ergibt nachher eine wunderbare, helle, dicke, feste Creme. Und es kommt kein bisschen Butter rein in diesen Kuchen. Der ist also sozusagen schon Kost. Und wie viel Mehl? Überhaupt kein Mehl. Aha. Keine Butter und kein Mehl. Dann ein bisschen Vanillezucker. Genau. Dann brauchen wir, nein, das reicht. Und dann brauchen wir etwas abgeriebene Zitronenschale. Zitrone und Orange, oder? Nein, nur Orange. Zitronen und Orange, ja. Jawohl.
und ein bisschen mehr von der Orange. Ja. Sehr gut. Und jetzt schön ausschlagen. Wunderbar. Dann brauchen wir ein wenig Orangen- oder Zitronenlikör, 2 cl. Nicht nur den Geschmack, sondern das ist auch ein freies Mittel. Genau. Ja, das duftet. Und jetzt kommen geriebene Haselnüsse drunter. Und mit den Haselnüssen, das muss ich mal eben zeigen, das ist was Besonderes. Die schwäbische Hausfrau früher musste die auf einem Blech ausbreiten, in den heißen Ofen schieben, rösten, 10 Minuten, bis die braune Haut papieren war. Und dann konnte man sie zwischen zwei Tüchern abrubbeln. Gott sei Dank gibt es endlich auch bei uns, nicht wie, nur wie in Italien, geröstete Haselnüsse, die eben schon gehäutet sind. Nicht nur wegen der Haut, die nicht schön ist, sondern der Geschmack entwickelt sich erst durch dieses Rösten. So, jetzt haben wir also alles soweit fertig. Und was machst du mit der Schokolade? Und die wird jetzt eingerührt, zusammen mit dem Eischnee. Die Schokolade einfach unter diese Masse heben und dann den Eischnee dazu. Erst ein Drittel, damit die Masse auflockern. Dann kann man auch dann heftig rühren, damit sich das gut vermischt. Und dann kommen die letzten 2 Drittel, damit die Masse aufgelockert wird. So, und jetzt bräuchte ich natürlich auch die ausgebutterte Form. Ja, gleich. Eine Form von 22 cm Durchmesser reicht mir für diese Masse. Also da könnte man natürlich auch eine Springform nehmen. Aber das ist sehr praktisch, weil hier kann auf jeden Fall nichts rauslaufen. Ja, die ist Teflon beschichtet und da passiert nichts. Und trotz Teflon buttern wir noch ein bisschen aus. Das ist aber dann auch die einzige Butter, die verwendet wurde. So, und jetzt füllen wir das hier alles ein. Wie schmeckt denn das? Na hier. Bitte sehr, zum Abschlecken. Mm. Und jetzt kommt die Form in den Backofen. Den habe ich auf 150 Grad vorgeheizt, Heißluft. Oder Ober- und Unterhitze 170 Grad. Und dann backen wir eine knappe Stunde. Der Haselnuss-Schokokuchen ist jetzt auf eine Platte gestürzt worden. Und nun bekommt er noch einen Hauch von Puderzucker obendrauf. Wenn man ihn länger aufheben will, aber da ist eigentlich keine Gefahr, dann ist es noch besser, man überzieht ihn mit einem Schokoguss, einfach geschmolzener Schokolade. Aber das macht ihn natürlich auch sehr viel schwerer. Und weil ich eine Form verwendet habe, die oben ein bisschen nach außen sich öffnete, hat der Kuchen jetzt diese hübsche Form. Also ich finde das eigentlich ganz witzig, nicht immer nur diese geraden Springformen, die man so hat. So, dick mit Puderzucker bestäuben und dann kann man ihn anschneiden. Und zwar am besten gleich mit einem großen Messer ein Tortenstück rauslösen. Mhm. Dazu gibt es Kaffee. Einen Sauerkirschlikör habe ich mal für dich ausgesucht. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dieses ist eine Beerenauslese, Riesling, auch aus Württemberg. Sieht der nicht wunderbar aus, der Kuchen? Schön. Und der ist krumig und saftig. Und das bleibt da auch tagelang. Also naja. Das ist ein großes Vergnügen. Ja. Das war's wieder mal für heute. Wie Sie die Rezepte bekommen, das erfahren Sie wie immer auf der WDR-Textseite 386. Oder Sie gehen direkt auf unsere Homepage martinaundmoritz.wdr.de. Und nächste Woche servieren wir Ihnen herbstliche Klassiker. Bis dann. Tschüss. Tschüss.